Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Ich nehme dich heute wieder mit. Wir sind gerade auf dem Sprung. Die Kinder sind schon im Auto. Ja. Ein Kind fehlt. Also Johann ist da, Elisa ist da. Hallo Elisa. Ja, die Clara ist gerade beim Tanztraining für die große Aufführung. Wird auch am Wochenende ganz viel geackert. Oh, ich habe hier so einen Faden. Kindergarten. Heute ist kein Kindergarten, Elisa. Elisa freut sich immer sehr auf Kindergarten und ist ganz enttäuscht, wenn es am Wochenende keinen Kindergarten gibt. Ja, wir wollten zum Baumarkt. Da wollten wir noch ein paar Sachen holen für Elisas Zimmer. Justus hat da ja seine Ideen. Wichtige Ideen. Gute Ideen. Also werden wir heute noch einiges schaffen in Elisas Zimmer. Vielleicht werden wir komplett fertig. Ich hoffe es, dann kann ich es auch immer fertig zeigen. Und Johann geht gleich auch noch zum Friseur. Komm, wir machen vorher, nachher. Lange Haare vorher. So sieht Johann jetzt aus. Warte, komm mal hier. So. Oh, oh, oh. Ja, die müssen ein bisschen kürzer jetzt wieder, ne? Damit er sie besser stylen kann, weil er hat so asiatisches Haar von mir geerbt. So ein bisschen Strukturen dicker und dann braucht man ganz schön viel Gel. Aber sieht gut aus, Johann. Ja. Heute kriegst du einen coolen neuen Schnitt. Einen ganz neuen, oder? Ja, aber also wieder so gekürzt, ne? Hier an den Seiten, oben so ein bisschen gekürzt, ein bisschen fescher. Und dann wird auch heute, achso, Johann wird heute auch noch ein Video drehen gleich mit Clara zusammen. Also wir haben heute viel vor. War denn beim Friseur? Das will ich auch noch aufnehmen, Justus. Was ist eben passiert? Erzählen Sie mal. Wir waren beim Friseur und sie hat die Maschine ausgepackt und angefangen, meinen Sohn zu rasieren. Und dann, was hast du dann gemacht? Das ist nämlich das Wichtige. Ich musste dazwischen gehen. Wie so ein laut richtig, Nein rufe. Wie so ein richtig peinlicher Vater. Ja, ja. Schützegal. Es tut mir auch leid für meinen Sohn. Justus hat währenddessen schon ein bisschen eingekauft, als wir beim Friseur waren. Diese Kisten, die kommen bei Elisa hin. Als Spielzeugkisten wollten wir die benutzen. Die sind auch ein bisschen größer, mehr Volumen. Da passt bestimmt auch mehr rein. Zeig mal deine neue Frisur. Ja. Fesch. Dreh dich mal um. Hinten ist nämlich nochmal ordentlich was abgekommen. Aber vorne sieht es halt cool aus, ne? Ja. Gefällt es dir? Ja. Ja, wir schauen jetzt hier. Justus hat ja ein paar Sachen geplant. Justus wollte ja hier so ein paar Sachen kaufen. Er hat schon so einen Schalter gekauft. Wir laufen einfach nur hinterher. Hä? Filmst du mich beim Pfeifen? Ich suche gerade nach einer kleinen Lampe mit Schirm. Justus ist in seinem Element. Er sucht jetzt Deko für Elisa aus. Ja, das sieht so aus. Das passt ja gar nicht. Justus macht die ganze Zeit nur langweiliges Zeug. Ja, ich weiß. Ich weiß nicht, ich was, ja was er... genau wissen, was ich tue. Okay. Ja, weil ich habe nämlich mir jetzt gedacht, sowas wollte ich schon immer mal machen, dass ich solche, wie heißen das, Knöpfe? Nee, sind ja solche Schrankknaufs, dass ich sowas kaufe für Elisa im Zimmer, dass alle ihre Schrankknaufs gleich aussehen. Ich finde die total hübsch hier mit Schmetterling, gut mit Fahrrad. Aber der hier ist halt total schön. Kann ich mir vorstellen, dass das gut aussieht. Welchen findest du denn schön, Justus? Ja, mit der Eule ist auch. Den Eulen. Also wir haben ja auch ganz viele Eulen bei uns im Zimmer. Stimmt, das würde gut passen. Oh nein! Ja, sowieso ausverkauft. Also, das ist so typisch. Das ist genau das, was man haben möchte, ist ausverkauft. Ja, also, wir brauchen 2, 4, 6, 8 Stück. Für die Kommode komplett. Ja, hast du ja was erledigt. 6 Stück. Und wieso? Ja, ist nicht genug. Keine müsste. 1, 2, 3, 4. Schade. Falls das für Sie noch was im Online-Markt vielleicht. Das halt selber zu bestellen, vielleicht da, aber. Okay. So okay, alles klar. Sind ausverkauft, ihr Süßen. Schade. Auch Sternchen. Schmetterlinge. Die schönsten sind ausverkauft. Ja, schade, da muss ich doch online bestellen. Da möchte man mal im Laden auch kaufen. Und die Geschäfte unterstützen, aber es funktioniert manchmal auch nicht so richtig. Ne? Auch wenn man es eigentlich möchte, dann haben sie es nicht da. Jetzt so cremeweiß, ne? Ich finde, sieht süß aus. Und jetzt so an dem Weiß? Das als diese Blumenkästen, ne? Finde ich total süß. Okay. Auch von der Struktur her sieht das so süß aus. Man muss sie noch irgendwie befestigen, ne? Dranhängen. Aber du bist ja MacGyver, mit wem rede ich denn? Ja, ich meine, das ist ja Teppichboden. Was ist das denn?
Ich stehe jetzt hier noch bei den Haushaltssachen. Ich finde sowas ja total interessant, diese, ja, wo man das so ausbringen kann. Ich habe sowas nicht, aber bei anderen sieht das immer ganz toll aus. Kannst mir mal schreiben, ob du sowas hast, ob sich das lohnt, ob das wirklich gut ist. Papi! Wo denn? Nancy verloren im Raum. Ah, Kisten! Sind die nicht zu hoch? Nee, die sind eigentlich perfekt. Hast du sie abgemessen, mein Schatz? Nicht, dass sie zu hoch sind. Nee, das ist schon gut. Im anderen Laden, da gab es ja auch einen Bund. Ein Bund? Ja. Also in zwei verschiedenen Grüntönen. Findest du Bund schöner als so einheitlich, so in diesem Weiß? Weil da kommt ja Spielzeug rein, dann ist das ja auch noch mal ein bisschen bunter. Ich mag es ja sowieso bunt im Kinderzimmer, aber so ein bisschen weiß als Struktur. Reichen die beiden denn? Die vier, ja, genau. Nee, die beiden meine ich, ja, die beiden reichen. Nur an der hinteren Seite. So vorne nicht. Können wir ja mal gucken, wie es aussieht, dann können wir ja nachmessen. Ich liebe sowas. Ich hatte Geräte machen so Spaß beim Putzen. Putzeimerchen. Eine kleine Saubermacher. Findest du das? Komisch. Ich weiß nicht, was du vorhast. Was du willst noch die Blumen da rein, mein Schatz. Ich weiß nicht, welche Blumen du meinst. Die Tulpen, die vorher bei uns auf dem Klavier standen. Ich dachte, das ist funktional. Justus, wenn du diese Blumenkästen da ans Bett machst, dann kannst du da doch alles Mögliche reintun, was sie braucht. Zum Beispiel ihr Trinken, weiß ich nicht, ja, hol mir einen Schnuller. Dritten. Okay, dann tu mal einen dritten da rein, dann kann sie... Nee, dafür habe ich ja noch eine andere Ablage. Obwohl... Dann machen wir noch einen dritten. Dann machen wir wirklich noch einen dritten. Da kann sie dann wirklich Schnuller und so. Genau, Schnuller, Kuscheltier und sowas, was sie in der Nacht halt suchen. Dann weiß sie, das ist alles da drin. Justus wollte nun einfach Plastikblume da rein tun. Nein, ja, habe ich nicht mit gerechnet. Ich werde auch noch Plastikblume da rein tun, aber noch anders als ich. Okay. Was habt ihr denn da jetzt schon wieder? Kleine Erbsen. Pro Tüte 10 Stück. Warte, 20 Stück insgesamt. Mhm. Und braucht man sowas, ja? Bei uns schnell verbraucht. Und wir mögen die auch ziemlich gerne. Also dürfen wir 3 Tüten. Wie viel kostet denn eine Packung, mein Schatz? Eine Packung kostet, muss ich nochmal. Ja, geh mal gucken bitte. Den Preis. Elisa, wir suchen Papi. Hier, Mami. Nee, das ist nicht der Preis. Guck mal, Johann kommt. 1,59 Euro. Gut, dann packt sie mal mit ein in den Einkaufswagen. Alle drei? Ja, die sind ja mal schnell verballert, ne? Oh, da gibt es noch einen. Johann, nein, das reicht. Oh. Dann könnt ihr euch gut aufteilen. Kann man die aufteilen? Kann man nicht gucken? Ja. So kann man gucken, ne? Also. Machen wir hochklettern? Ja. Ja. So gut. Wir haben auch leider den Papi verloren. Wir wissen wieder nicht, wo er ist. Papi suchen, ne? Ja. Papi suchen. Okay, dann gehen wir mal Papi suchen. Wir sind jetzt wieder zu Hause. Aber Justus ist schon wieder auf dem Sprung. Er möchte noch zu einem Laden, weil er noch eine Lampe für Elisa braucht und die gibt es wohl nur dort. Deswegen kann er aber alleine dahin fahren, weil die Kinder haben schon keine Lust mehr. Die ganze Zeit einkaufen, das macht ja auch keinen Spaß und an so einem Tag sollen sie auch was anderes machen. Wir haben aber ganz, ganz viel eingekauft. Also wir haben jetzt nicht nur im Baumarkt Sachen gesucht, sondern so einen kleinen Wochenendeinkauf gemacht. Ich kann dir auch mal zeigen, was da jetzt alles mit reingelandet ist. Ich habe nämlich richtig schöne Sachen gefunden. Elisa. Bringst du die Kisten rein? Ja. Rest, ups. Ich fahre aber nochmal los, ne? Ja, ja. Mami, glaube ich, ein bisschen Chips essen, oder? Chips essen? Ja. Chips essen? Ja. Da steht auch noch unser Plastiktannenbaum. Ich habe mir überlegt, dass wir den nach oben stellen, irgendwo an der Treppe oben am Rand. Dann sieht das vielleicht ganz hübsch aus, wenn wir den noch dekorieren. Jetzt könntest du mir mal schreiben, ob du einen Plastiktannenbaum hast jährlich oder einen echten. Den haben wir jetzt nur zur Deko. Wir haben sonst immer einen echten. Aber da wir den ja schon mal haben, kann er auch oben noch ein bisschen Weihnachtsstimmung verbreiten. Oh nein, Hilfe. So.
habe was Schönes gefunden, was richtig, richtig Schönes. Und zwar... Tada! Ja, ich habe mir so eine Flasche gekauft, die hat auch so einen besonderen... Wie heißen diese Verschlüsse? Die haben doch so einen Namen. So einen super Verschluss. Also damit es wirklich, wirklich luftdicht ist. Und ich wollte diese Flasche haben. Wer kann es vielleicht jetzt erraten? Du hast 3 Sekunden Zeit. Schreib es in die Kommentare. 3, 2, 1. Ja, also ich habe die Flasche natürlich für meinen Sirup gekauft. Also für meinen Ingwer-Zitronensirup. Da wollte ich auch mal so eine richtig gute Flasche für haben. Meine Kette ist verwurschtet. So. Sieht besser aus. Ja, also eigentlich habe ich diese Flasche hier gar nicht für mich gekauft, sondern zum Verschenken. Das ist ja eine richtig tolle Idee, so diesen Sirup selbst gemacht in diese Flasche rein und dann vielleicht wirklich auch nochmal so ein Etikett, so wie das hier. Also so was so dranhängt und dann so einen lieben Gruß und dann kann man das verschenken. Zu Weihnachten zum Beispiel ist das ein tolles DIY. Ich habe mir jetzt diese Flasche für mich selber gekauft. Die ist nicht ganz so hübsch, aber erfüllt auch ihren Zweck. Also vielleicht ist das eine kleine Anregung für dich, falls du noch ein schönes persönliches Geschenk suchst. Ich habe dann natürlich auch noch Ingwer gekauft. Ja, Bio-Ingwer. Es ist in Plastik verpackt, dafür kann ich jetzt nicht. Es ist halt Bio. 600 Gramm. Also für meinen Sirup brauche ich 300 Gramm Bio-Ingwer. Das heißt, ich kann das 2-mal machen. Ich bin total süchtig nach diesem Sirup. Das gab es für mich die letzten Wochen immer jeden Tag zum Frühstück, zum Mittag, zum Abend, zwischendurch. Ich finde es einfach so lecker. Und ich habe halt auch jedes Mal das Gefühl, ich tue was für die Gesundheit. Und dafür brauche ich ja auch noch Zitronen. 5 Bio-Zitronen brauche ich pro Portion. Das sind jetzt ein bisschen mehr, weil brauchen wir auch nochmal so zum Kochen. Und natürlich auch noch Honig. Also ein so ein Riesenpott Honig, das sind 500 Gramm. Das braucht man auch für den Sirup. Ich habe jetzt Orangenblütenhonig mitgenommen. Ich dachte, ich probiere das mal aus. Hat sich ganz lecker angehört. Und dann eigentlich nur noch ziemlich unspektakuläre Sachen. Also ja, Salz habe ich nochmal gekauft. Dann habe ich Rosmarin gekauft. Ist mir letztens aufgefallen. Wollte ich Rosmarin benutzen, habe ich gesehen. In meinem super tollen, organisierten Gewürzschrank gibt es noch gar kein Rosmarin. Das darf natürlich nicht fehlen. Wattepads, eine Gurke, also nicht mehr so ganz interessante Sachen. Habe ich noch ganz viele Kaugummis besorgt. Davon brauche ich auch immer ganz viel Nachschub. Liegt immer eins im Auto, eins in der Handtasche. Justus auch im Auto, so. Da sind die auch schon überall verteilt. Das war's. Das war der kleine Einkauf. Ach, und Donuts. Hat sich Elisa wieder ausgesucht. Clara hat sich auch irgendwas auch noch ausgesucht. Ach so, auch Donuts, genau. Sie hat sich auch Donuts ausgesucht und noch so ein kleines Heftchen. Die Kinder sind jetzt übrigens oben. Ich werde jetzt hier noch so ein bisschen aufräumen, die ganzen Sachen alles einräumen und dann vielleicht auch schon mal einen Sirup machen. Solange werde ich auf Justus warten, bis er seine Lampe geholt hat. Die perfekte Lampe, die er sich vorgestellt hat. Und dann machen wir weiter in Elisas Zimmer. Ich koche jetzt noch schnell zum Mittag. Heute nach langem mal wieder in einer normalen Pfanne, also seitdem ich die Preppy habe, wurde die Pfanne nicht mehr so oft benutzt. Aber heute gibt es gebratenen Reis. Und dafür ist die Pfanne natürlich unverzichtbar. Reis mache ich aber im Bobbelwobbel, weil es damit am schnellsten geht. Das ist jetzt Tiefkühlgemüse, deshalb muss das einfach erstmal ein bisschen aufwärmen. Und wenn der Reis fertig ist, dann wird wieder alles zusammengemischt, gebraten. Kennst ja schon von mir, habe ich schon ganz oft gezeigt. Der Reis ist fertig. So sieht das aus. Vielleicht sieht man so ein bisschen hier dieses angebrannte, also nicht angebrannt, ne, aber rustige. Beim gebratenen Reis ist das richtig lecker. Und dazu kommt jetzt noch Samba Oleg. Kimchi habe ich gerade gesucht, hatten wir leider nicht mehr. Schade, müssen wir wieder besorgen. Wo ist mein Ehemann? Es regnet. Ich glaube, er ist im Schuppen und macht da was. Oh. Will ich ihn hier filmen? Was? Das ist hier doch mein Krüschtraufen, wenn ich noch nie aufgeräumt habe. Was machst du denn hier die ganze Zeit? Ich such dich schon. Ich habe versucht, diese Halterungen zu machen. Die du nicht kaufen wolltest, weil du meintest, du kannst sie selbst. Nein, die gab es nicht. Justus, man hätte sich das Leben einfacher machen können. Ich habe 2 Stunden lang gesucht. Ja, exakt. Ja, und jetzt habe ich 2 Stunden lang gebastelt, um diese Haken zu machen. Ja. Herr Justus lässt sich sowas nicht nehmen, der ist ja gerne MacGyver. Genau, den kann ich leider nicht aufhören. Ja, aber zu Hause sieht es gerade echt schlimm aus. Johann und Clara haben gerade Video gedreht für Johanns Kanal. Ich glaube, es ist richtig lustig geworden. Ich verlinke das einmal unten. Das müsste auch schon online sein. Die beiden. Süß.
So, jetzt kommt der heilige Moment. Der heilige Moment. Die Kuh das Wasser lässt. Wo, was? 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 So, Justus hat hier noch ein paar Besorgungen gemacht, hatte ich ja erzählt. Das ist daraus geworden, also diese Lampe hat er besorgt. Ja, das soll so ein bisschen, wird nachher so ein bisschen blumenartig aussehen. Meinst du? Ja, fast. Das ist ganz genau, ja. Und Justus hat nochmal neue Körbchen besorgt. Ja, noch, die sehen noch mehr nach diesen Blumenkörbchen aus. Du machst jetzt aber nicht das Körbchen kaputt, ne? Das ist, sieht ja ganz schön rabiat aus hier. Ach, das kann es ab. Das habe ich gefragt und das... Komm schon da! Hab dich lieb. Weißt du, wie das aussieht? Sieht aus wie so ein Baguette-Körbchen. Da passt bestimmt ein Baguette rein. Ich gebe es nicht gern zu, aber es passt. Ah, es ist kaputt gemacht. Ich glaub das nicht. Nein, es ist nicht kaputt, es ist nur nicht ganz heil. So. Das ist total verrückt geworden. Lass das. Ja, was tust du? Du musst sie doch immer anschneiden, sonst verwelken sie doch. Das weißt du doch. Das ist verrückt geworden, wirklich. Das sieht so radikal aus. Ach, das sind die Tulpen. Das sind aber Pfingstrosen, ne, Justus? Was? Diese Blumen. Sieht aus wie Tulpen. Ah, oh, ist das hübsch. Es herrscht natürlich noch komplettes Chaos und so, aber ich zeig dir trotzdem einmal den Zwischenstand. Justus ist unfassbar stolz auf sich. Wie hört sich das denn an? Nein, ist doch süß. Guck mal, also hier hat Justus schon Bildchen aufgehängt. Die habe ich ausgesucht. Ich finde die Sprüche so süß. Und so schlafende Augen mit Wimpern und so. Total niedlich. Ja, der Tisch steht hier immer noch. Steht komplett voll. Dann haben wir hier dieses Tischchen jetzt. Und auch schon so ein paar Utensilien. Hier einmal ganz viele Stifte zum Malen. Dann kriegt sie natürlich noch Blätter hier hin. Hier kann sie Musik und Hörspiele hören. Dann, ja, hat sich das hier auch noch geändert, das Bettchen. Das sieht jetzt so aus. Justus hat hier noch so Efeu-Ranken gemacht. Und was hat er jetzt? So eine Touchlampe. Wo Elisa halt nicht in den Knopf sucht, sondern einfach nur drauf passt und dann die Lampe an. Okay. Das kommt noch da hinten in die Ecke. Ach so, und da ist auch noch mal so ein Bild. Das finde ich auch total süß. So mit Elefanten und den Ballons und ihr Bällebad steht her. Und das ist jetzt die neue Lampe. Und die spendet ganz gut Licht, ne? Ja. Ist ja ganz gut für das kleine Zimmer. Mein Mann ist im absoluten Deko-Fieber. Ich finde das so süß. Das habe ich mir alles so ausgedacht, als ich das Bett besorgt habe. Ja, aber ich finde es auch richtig schön. Also mir gefällt es. Wenn das dann natürlich noch alles aufgeräumt ist und gemütlicher hier mit Teppich, weil der fehlt ja auch noch komplett. Den müssen wir noch hier reinschieben. Und dann noch eine Matratze natürlich, Bettwäsche, dann sieht das alles total gemütlich aus. Ja, eine Nacht muss die Elisa doch noch bei schlafen. Elisa zieht um. Also diese Nacht, beziehungsweise letzte Nacht, hat sie auch schon nicht hier geschlafen in ihrem Kinderzimmer, sondern musste umziehen. Ich dachte erst, sie machen viel Radau, haben sie auch, bis tief in die Nacht. Aber ja, dann sind sie doch eingeschlafen. Und heute noch einmal und dann können wir Elisa morgen überrasche mit ihrem neuen Zimmer. Da bin ich mal gespannt auf ihre großen Augen, auf ihre Reaktion. Weil sie durfte nämlich auch, seitdem wir hier drin umbauen, nicht wieder hier reinkommen. Verboten. Also nichts von dem, was sich jetzt geändert hat, weiß sie. Und ich glaube, sie wird sich richtig freuen. Jetzt kriegt Elisa auch mal eine Überraschung. Hat sie ja bisher noch gar nicht bekommen, ne? Immer nur Johann oder Clara. Und jetzt kriegt Elisa auch mal eine. Elisa, einmal Jacke anziehen, Jacke anziehen. Wo sind die Knallerbsen? Da. Könnt ihr euch gleich nehmen. Aber Elisa bekommt auch gleich hin, ne? Na ja. Wo sind sie drin? Elisa, erst Jacke. Elisa kriegt auch so eine. Elisa kriegt auch so eine. Und dann zeigt ihr, wie das geht, ja? Ja. Wir geben ihr auch was ab. Wo ist denn hier noch eine Schachtel? Ich glaube nicht, dass hier alles drauf ist. So, Elisa, aber guck denn, was Johann und Clara machen. Ja. Kannst du ein bisschen gucken, dass sie das jetzt nicht einfach so aufmacht, weil sie lässt es. Komm, so. Elisa, komm. Okay? Ja, ja. Ich schicke jetzt die Kinder einmal raus. Denen fällt gerade, wie heißt das, die Decke auf den Kopf. Ist gerade so ein bisschen laut gewesen mit den Kindern. Sehr viel Action, ne? Ja, die brauchen jetzt ein bisschen frische Luft. Upsi, ich nehme einen. Ich mach das. Ja, wir beide. Was? Ja, oh, funktioniert doch. Kam wirklich ein Feuerstrahl raus. Es gibt grüne und weiß. Elisa, Batzen. Elisa auch, genau. Batzen. Bratzen. Okay. Das auch, bitteschön. Werfen.
Ja, wegwerfen. Weg. Weg, Leute. Wegwerfen. Guck mal. Ja, wegwerfen. Weg. Ja, wegwerfen. Weg. Diese wegwerfen. Nach da. Werf mir, Lisa. Ja, zeig ihr nochmal, wie das geht. Wirf du mal, Clara, und dann zeigst du ihr, wie das geht. Guck mal, Lisa. Hier. Werfen. Die Kinder drehen jetzt ihre Runden. Es regnet sogar so ein bisschen, aber das macht ja nichts. Oh, das kriegt ein bisschen. Hallo Elisa. Ich mache so lange einmal Schlafplatz für Elisa nochmal bereit. Wir dachten eigentlich, sie braucht heute nicht mehr hier schlafen. Aber ich denke, wir werden doch nicht ganz fertig. Bettdecke. Die Kinder haben heute Morgen noch gekuschelt. Deswegen liegt das so ein bisschen verteilt. So, hier ist Elisa. Und hier ist dann Claras Bett. Hat ja gestern sehr, sehr gut funktioniert. Wir wollten das eigentlich extra nicht, dass die Kinder sich ein Zimmer teilen müssen. So ein Geschwisterkinderzimmer. Also ich war schon sehr überrascht, dass es gestern so gut geklappt hat. Ich fand das auch sehr, sehr schön. Mich würde das mal interessieren, ob du ein Geschwisterkinderzimmer hattest oder was du allgemein so davon hältst. Ob es doch schöner ist für die Kinder, wenn sie jeder ihren eigenen Platz haben, ihren eigenen Raum. Ich glaube, ich fände es nach wie vor gut, wenn sie getrennte Zimmer haben. Also Clara ist jetzt 6 Jahre alt, Schule schon und Elisa dann auch mit hier im Zimmer. Ich glaube, das wäre dann zu wuselig. Also Elisa spielt ja sonst schon immer sehr, sehr gerne in Claras Zimmer und macht natürlich viel Unordnung. Und wenn Clara dann auch ihre Freundin hier hat zum Übernachten und so. Ich glaube, der Altersabstand ist einfach zu groß. Ja, und wir haben ja auch das kleine Zimmer da vorne für Elisa. Es wird jetzt richtig schön gemacht und dann brauchen sie nicht sich ein Zimmer teilen. So für ein Wochenende oder so für ein paar Tage ist es, glaube ich, ganz spannend. Aber nicht auf Dauer. Das ist ein richtiger Hack. Eigentlich musst du darüber ein Video drehen, Justus. Das ist den Blumenkorb zu machen? Ja. Guck mal, Justus hat hier so eine Pappe genommen, da Löcher reingemacht, die Blumen abgeschnitten, reingestopft und dann noch mit Heißklebepistole, ne? Genau, festgemacht, sonst wird das nicht richtig halt. Das ist von oben aus. Und das kommt jetzt noch in das Schiffchen rein. Trocknet, ein bisschen kalt geworden. Und so sieht der Boden gerade aus. Ja, ich mach sowieso hier alles gleich so. Super Hack. Super Hack. Do it yourself und so. DIY. DIY. Fußballstadion. Was macht Elisa da zwischen den zwischen Säcken? Das soll Treibsand sein. Huch, Elisa. Achtung, geh mal da weg. Komm, schätze mal. Wollen wir mal zeigen, was das ist? Das ist ein Schwebefußball. Ein Schwebefußball. Er schwebt. Genau, mit und deshalb Luft. Gleitet er so. Gleitet er, ja. Und ist fertig. Süß. Elisa darf noch nicht gucken, ne? Mhm. Elisa ist eine Überraschung, Elisa. Ist ganz schwierig für Elisa, nicht zu gucken, nicht gucken, Elisa. Elisa! Komm, Zähne putzen. Zähneputzen-Schnüppchen. Okay. Ah, komm mal hier. Müssen wir nochmal Mund sauber machen, ja? So. Scharf, Mami. Ist scharf? Ja. Möchtest du nochmal nachspülen? Ja. Okay. Komm her. Super, nochmal. Ist wieder gut? Ja. Machen wir nochmal München sauber. Johann, Clara. Ja. Seid ihr schon fertig? Haare von Mami. Ja, Haare von Mami. Aber es sind Haare von Mami. Soll man Hände waschen, bitte? Ich will haben. Was möchtest du haben? Seife? Ja. So. Hände waschen, Elisa. Schön sauber machen. Super.
Jetzt abwischen. Felisa liebt ja Hände waschen. Hände waschen macht so Spaß. So. Jetzt einmal Handtuch. Ups. Super. Adiabi. So, jetzt ab ins Bettchen. Schnuller? Mama? Wo ist dein Schnuller? Die Mami holt, ja? Warte kurz. Das ist der Nachplapper. Nachplapperer. Nachplapper. Hier, Elisa, Schnullerzeit. Elisa. Elisa. Ich glaube, die müssen jetzt langsam ausmachen, Elisa. Wenn wir die Runde geschafft haben. Dieser Seehund, der einem immer nachplappert. Also gleich, wenn wir die Runde geschafft haben, mit Gute-Nacht-Kuss und Gute-Nacht sagen, dann sind sie alle im Bett. Vielleicht kann ich auch nochmal so eine Abendroutine machen, wenn wir dann wirklich Elisas Zimmer fertig haben. Das tut mir auch total leid. Ich dachte, wir schaffen das heute schon und ich kann es dir heute schon zeigen, aber manchmal kommt halt was dazwischen und dann schafft man es doch nicht. Aber im nächsten Vlog, beim nächsten Mal ist es dann bestimmt soweit. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.